Hallo zusammen und willkommen zurück hier zu Let's Play 7 Days to Die. Ja, wie ihr hört, ist da unten der Teufel los. Die Feralhorde ist da, hurra. Und, ja, ich weiß, das war gemein, ein kleiner Cliffhanger beim letzten Mal. Aber ich habe mir gedacht, komm, einmal darf ich so böse sein. So, die sind jetzt wenigstens alle langsam, das ist schon mal ein Vorteil. Also es ist ja noch untertags, dass sie kommen, das überrascht mich jetzt, das hätte ich nicht gedacht. So, der erste Kopf ist down. Und haben wir noch irgendwo einen Kopf? Nee. Aber einen Hund haben wir da. So, die Hunde, die freuen sich. So ist rechts. Ui, da kommen schon die zwei Feral-Zombies. Das ist interessant. Das ist interessant. Wisst ihr was, ihr bösen Hunde? Kommt doch mal mit. Kommt doch mal mit hier rüber, bitte. Ne? So ein bisschen ums Eck kommen. Genau, schön über die Spikes laufen. So ist recht. Oh. Tut so ein bisschen weh, ne? Ja, so ein bisschen spitz, ich weiß, das ist richtig gemein. Wenn ich jetzt runterfalle, dann ist auch doof, ne? Da hinten kommt der nächste Hund. Und schon ein Feral-Zombie unten, die haben ja geilen Loot dabei, ne? Deswegen, ich möchte die jetzt ungern töten. Oh, ja, da ist wohl einer in eine Mine gelaufen. Das tut mir natürlich sehr leid. Na, ihr Feral-Zombies, wie geht's so? Alles klar bei euch? Ja, ist schade, weil ich kann jetzt natürlich schlecht runter und die Jungs töten, weil es kommen auf jeden Fall noch Hunde und das Risiko ist mir da einfach zu groß. Deswegen, solange da Hunde unterwegs sind, oh, diese scheiß Gesumme mit den blöden Bienen, das regt mich ja gar nicht auf. Oh, auch noch daneben geschossen. Nee, das ist ja schlecht. Na also, erste Bienchen. So ist rechts. Erst die Bienchen hat sich verabschiedet. Da kommen Cops. Ich meine, Sniper natürlich mega. Aber ich schaue, dass ich die Cops wegkriege. Die spucken nämlich. Das muss nicht sein. Also für solche Geschichten ist natürlich diese Hunting Rifle absolut geil. Da hinten kommt nochmal einer. Oh, nur was brennt denn da? Oh, sogar ein verbrannter Zombie dabei. Wer hätte das gedacht? Verbrannte Zombies kommen offenbar auch. Interessant. So, da jubeln die Jungs rum. Na, wie geht's? Tut's immer noch weh, gell, auf den Spikes. Ja, ja, das ist natürlich nicht so toll. So, du böser Hund. Stirb. Nächster Hund, der stirbt. Also, die Spikes sind sensationell, Freunde. Sensationell. Oh, der Hund da ist falsch abgebogen, glaube ich. Oh, die nächste Mine. Ach, je. Bitter. Das ist natürlich bitter. So, Lassie. Auf geht's. So. Was mache ich da eigentlich, Mensch? Ich habe ja auch Zeit. Ich brauche doch eigentlich bloß. Ich kann doch jetzt meine Pfeile verballern. Weil solange die nicht rennen, kann ich mir echt eine gute Munition sparen. Das ist eine Idee. So. Krankenschwester, auf Wiedersehen. Und dann. Die nächste, jawohl, schöner Headshot. Ui, da ist wieder ein Kopf. Von dem nehme ich natürlich die Hunting Rifle. Oh. Ich muss gleich mal vorbei. Was ist hier? Das von Aiming. Oh, da geht die nächste Mine hoch. Also die Minen waren vielleicht doch keine allzu schlechte Idee. Jawohl. So, Freunde. Wieder ein kleiner Richtungswechsel. Genau, also ich verteile die Meute hier quasi einmal quer über die Spikes. So sollte es sein. Hör ich da gerade eine Biene, genau. Eine Hornisse, nicht Biene. Oh, 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 schwierig. Soll ich nicht sagen, ich weiß, ich sag's trotzdem. Da hat er gerade gespuckt, der Böse. Stirb. Ah, der nächste Kopf. Stirb. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Ich weiß jetzt nicht, wie viele da kommen, ne? Ich meine, wenn die jetzt am Nachmittag schon kommen, wenn das bis in die Nacht geht, ja dann servus, dann geht mir die Munition aus. Ganz dringend sogar, dann habe ich echt ein Problem. Und das sieht nicht so aus, als ob das so mal weniger werden oder so. Also, naja. Ich meine, ich kann immer noch abhauen, aber wohin denn? Wohin sollte ich denn abhauen, bitte? Ui, halt, da sind nochmal Cops. Einmal. Und zweimal.
Level 20. Ja, solange die sich so gemütlich bewegen, ist es natürlich alles sehr, sehr... Ja, bei uns sagt man kommod, ne? Ja, ist wieder Dialekt, ich weiß. Ist, sehr einfach, ja, so könnte man sagen, sehr einfach. So, da unten wird schon wieder ein bisschen mehr mit den Gore-Blocks, muss wieder aufpassen. So, den Bogen, wir kloppen wieder ein paar Pfeilchen raus. Na, ach, jetzt ist er tot oder was? Ist so ein Held. Jetzt kriege ich keine XP dafür, das ist ja sehr blöd. So, da kommt der nächste Kandidat. Wunderbar. Na? Na, war es doch gut, dass wir vorher noch die Spikes gesetzt haben. Also, ne, in der letzten Folge besser gesagt. Gar nicht, aber jetzt kriege ich keine XP, komm. Ich muss den jetzt platt machen. Na, also, läuft. Und jede Menge Feral-Zombies. Das wird mit Sicherheit interessant. Schade, dass ich die jetzt wirklich nicht looten kann. Deswegen schieße ich auch nicht drauf. Weil mir ist das mit den Hunden eine Runde zu gefährlich, ehrlich gesagt. Na, jetzt stirb halt endlich. Macht das sein Dänzchen, verstehst? Ui, da kommen nochmal jede Menge Cops. Da sollte ich nochmal kurz auf die Hunting Rifle umsteigen. Jawoll. Und der kriegt sein Fett weg. Da kommt eine ganze Kolonne, habe ich so den Eindruck. Ja, nur. Das sah gerade so aus, als ob hier auch nochmal. Als ob hier auch nochmal. Oh, falsche Taste. Als ob hier auch nochmal Hornisten kommen. Na. Ich bin Gott froh, dass die Jungs jetzt nicht in der Nacht gekommen sind. Da hätte ich echt ein Problem gehabt. Ich brauche mehr Munition. So, und dann wieder Positionswechsel. Nanu? Ah, schau an. Mist, vorbeigemeiert. Na, ich muss mir die Hunting Rifle Munition aufheben. Das ist die gute Muni, die darf ich nicht verschwenden. Da muss ich aufpassen, da muss ich ein bisschen sparsam sein. Na? Na? Wo seid ihr? Ich sehe sie nicht. Ist ja wurscht. So, der Kopf. Kopf ist tot. Die ist doch hier irgendwo. Die ist doch hier, diese blöde Hornisse. Da ist sie, denken wir doch. Dieses Gesumme, das geht mir doch ziemlich auf den Sender. Ja, jetzt geh halt her. Da ist er, jawohl. Läuft. So, Freunde. Da kommt der nächste Feral-Zombie. Wisst ihr was? Wir stellen um auf den Crossbow. Oh, oh. Was macht denn der jetzt da? Der macht auch eine Ringeltief mit Anfassendänzchen. Ach, komm. Und dahinter kommen die nächsten Cops. Ich habe sie gesehen, Freunde. Ich habe sie gesehen. Stirb. So, den konnten wir überreden, vorher zu sterben. Wie viel kommen da noch, Freunde? Wie viel kommen da noch? So, Feral-Zombie ist down. Sehr schön. Oh, ich glaube, ich sollte hier mal... Ne? Dank dem Spucker. So, vielleicht sollte ich auch mal kurz eine Runde nach unten schauen. Ob unten alles okay ist. Oder ob es da Schwierigkeiten gibt. Ah ja, okay. Bisschen Gore-Block-Bildung. Aber
die kann man ja zum Glück zerschießen, diese Goreblocks. So. Da werde ich jetzt wieder kritisiert, weil ich ihm seine Männlichkeit weggeschossen habe. Ich kenne euch. So. Reparieren hier erstmal, falls was kaputt ist, aber es sieht gut aus. Bis jetzt läuft es erstaunlich gut, aber ich habe schon gesagt, wir dürfen nicht vergessen, das ist im Moment alles noch untertags, ne? Mist, war zu langsam. Okay, dann schauen wir hier aus dem Fenster, dann wollen wir schon vor die Flinte kriegen. Genau, bam. Level 21, sehr gut. Okay, unten ist alles safe soweit. Wir gehen nach oben. Holen wieder unseren Crossbow. 200 Schuss. So. Was ein Massaker hier. Jetzt stirb halt endlich, mein Gott. Vor allem, du triffst ihn ja nicht, wenn der so tanzt, ne? Du triffst ihn ja nicht richtig. So, dann schauen wir wieder hinters Haus. Ich bin richtig froh, ich bin echt froh, dass die hier unter Dachs kommen. Ich kann es euch nicht sagen, ich kann es nicht oft genug sagen, wenn die während danach gekommen wäre, ich glaube, dann hätten wir echt ein Problem gehabt. Weil dann kann ich hier nicht in aller Gemütlichkeit hin und her laufen, dann ist es wahrscheinlich etwas schwieriger mit der ganzen Kiste. So, war's das jetzt oder wie? Nö. Da oben ist immer noch Gesumme. Aber es kommen keine neuen mehr. Das ist ja prima. Das ist nicht schlecht. Das finde ich gut. Wenn keine neuen mehr kommen, dann... Alle hopp. Nein, verdammt. Oh. Ist der jetzt ins Haus gebackt oder wie? Jetzt habe ich ein Riesenproblem. Weil jetzt komme ich nicht mehr ins Haus rein wahrscheinlich. Weil ich mir jetzt die Beine gebrochen habe. Komisch, habe ich bis jetzt nicht. Verstehe ich nicht. Ich komme jetzt nicht hoch. Jetzt habe ich echt ein Problem. Scheißdreck. Jetzt habe ich ein riesen, mega krasses Problem, weil... Ich kann jetzt nicht, ich kann mal keinen Splint herstellen, weil ich keinen Stoff habe. Jetzt brauche ich Stoff. Oh, oh. Wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich echt selten dämlich. Dann bin ich sowas von selten dämlich. Habe ich den Cotton? Nee, ich habe den, oh, ich habe den schon weg. Verdammt. Stellt euch mal vor, das wäre passiert und jetzt kommen noch welche. Dann ist, ne, also dann kannst du dann, ja, okay, ich wirklich geschlagen. Dann gehöre ich geschlagen. Vor lauter dumm sein. Bitte Stoff, bitte Stoff. Oh Gott, okay, Schwarzpulver ist auch okay. Stellt euch das vor. An der eigenen Dummheit sterben. Das wäre jetzt echt der Hammer. Aber es scheint, wir haben Glück. Ich denke, das Schlimmste ist überstanden. Wobei, mit sowas sollte man vorsichtig sein, gell? Wir hatten das in der Alpha 10 schon mal gedacht. Und dann... Ja, und dann war es ja so, dass wir diese zweite Feralhorde bekommen haben. An Tag 14, da kamen zwei Feralhorden. Das war ja das mega krasse, wo ich gesagt habe, sag mal, Freunde, was ist denn hier los? Das geht ja gar nicht. Ja, wenn jetzt natürlich nochmal eine zweite Horde kommt in der Nacht, dann ist das denkbar schlecht. So, wo ist mein Freund der Feral-Zombie? Der ist jetzt ins Haus gebackt, oder? Sehe ich das richtig? Cool. Finde ich in Ordnung. Macht die ganze Sache interessant. Macht die ganze Sache sehr interessant. Na, dann wollen wir doch mal suchen. So, haben wir hier irgendwie ekelhafte Untermieter, die keine Miete zahlen. Na? Wo sind wir? Nö. Weiß auch nicht. Ach, hier, schau an. Der sieht ja lustig aus. Jetzt ist Ruhe, oder? Nö. Irgendwo klopft es noch. Oh. Oh, was ist denn das hier? Was ist denn das hier, Freunde?
Leichte Beschädigungen. Ja, und irgendwo wird hier noch rumort. Der muss hier wirklich irgendwie reingebackt sein in die Textur. Das ist ja komisch. So, ich habe mir hier übrigens einen kleinen Durchgang gemacht. Wo ist er? Ja, ja, der kloppt hier unten durch. Ich verstehe das gar nicht. Wie geht denn sowas? Wie geht denn sowas? Ist der jetzt platt oder wie? Sieht so aus, ja. Das sieht so aus, als ob der jetzt platt ist. Ah, das kommt nichts mehr. Das ist okay. Es kommt nichts mehr. So, wir gehen die Leiter runter. Brechen uns diesmal hoffentlich nicht die Beine. Ja, und jetzt hoffe ich, dass ich hier vielleicht irgendwie den Feral-Zombie noch looten kann. Aber ich glaube, ich habe nicht so viel Glück. Nee, schade. Also war nichts mit dem Looten, wa? Das ist ja bitter. Das ist ja echt bitter. Jetzt habe ich gehofft, dass ich den krieg. Ah, ja, genau. Da fällt mir gerade 7 heiß ein. Hoffentlich habe ich... hoffentlich sind Aluminien hochgegangen. Das wäre jetzt auch noch so ein Thema, ne? Hoffentlich sind die Minen hochgegangen, weil ich war jetzt wieder unvorsichtig. Das Gesumme von der Biene geht mir auch auf den... ich sag immer Biene, also von der Hornisse, ihr wisst, was ich meine, ne? Geht mir auch immer empfindlich an den... an die Nieren. Weil du weißt jetzt oder du hörst jetzt nicht, wenn nochmal eine Horde kommt. Wenn du es hörst, ist es wahrscheinlich schon zu spät. Da oben fliegt das blöde Teil, echt. Reg mich auf, da. Na? Plopp. Jetzt ist Ruhe. Endlich Ruhe. Also, es war gut, dass wir uns 50 Schuss für die Hunting Rifle gebaut haben. Wir halten fest, die Hunting Rifle ist super gegen langsame, bewegliche Ziele, die ordentlich was aushalten und die schnell weg müssen, wie zum Beispiel diese Spucker. Ich denke, die ist wahrscheinlich gegen Feral-Zombies genauso gut, wenn sie langsam sind. Macht einen hohen Damage. Aber ist von der vom Schwarzpulververbrauch her... Ups. Vorsicht, denkt dran, eventuell Minen. Vom Schwarzpulververbrauch her ist die halt etwa... Oh, shit. Scheiße, jetzt habe ich hier mein... Nein! Mein Beet! Mein schönes Beet. Einmal Kartoffel zerstört. Naja. Also vom Schwarzpulververbrauch her ist diese Hunting Rifle halt... Braucht doppelt so viel, ne? Wie die jetzt die Ammo für Pistolen zum Beispiel. So, hier waren Minen. Genau, also sammle ich wieder ein. Ja, ansonsten renne ich noch selber rein. Ich kenne mich. Freunde, ich kenne mich. Und dann macht's kaboom. Und dann bist du weg. So, und die Spikes haben echt gut gehalten. Super. Da, okay, da hinten hat einer ein bisschen was abgekriegt. Aber das ist nicht weiter tragisch. Das ist alles okay soweit. Das ist... Also, ey, Freunde, wir sind super weggekommen hier. Wir sind mal richtig gut weggekommen. Ich denke, wichtig war jetzt in der Nachbetrachtung, dass wir, also erstmal Punkt 1, dass natürlich die Jungs untertags kamen. Das, ja, da brauchen wir nicht drum rumreden, da brauchen wir auch jetzt nicht rumeiern oder irgendwas lamentieren. Das ist einfach so. Das ist natürlich ein mega Vorteil gewesen, dass die untertags kamen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Das zweite war, aus meiner Sicht, wichtig, dass wir uns gleich um die Cops gekümmert haben, sprich die Spucker. Weil die machen in Summe, wenn du die spucken lässt, wenn du da nichts unternimmst, die machen einen immensen Schaden an der Struktur, an deiner Hütte und natürlich, wenn sie dich treffen, dann an dir auch. Und deswegen, das war genau richtig, denke ich, die Vorgehensweise. Ich wüsste jetzt nicht, oder ich würde es im Nachgang betrachtet nochmal genau so machen, aber haargenau so. So, die zwei Bäumle hier, die gehen mal tierisch auf die Nerven. Das hat sich nämlich jetzt gezeigt, dass man da zu wenig sieht. Speziell dann, wenn Hornissen da sind. Die müssen weg. Die müssen einfach weg. So. Dann kommt der noch schnell weg.
Ja, und dann geht's wieder hinein. Und dann machen wir mal eine kurze Bestandsaufnahme, wie es aussieht. So. Also, alles in allem gut gelaufen. Halt mal, denke ich mal, fest. Die Pistole hat gut gehalten. Halt. Munition. 154 Schuss haben wir noch. 16 Schuss für die Hunting Rifle. Also, bin sehr zufrieden. Bin sehr, sehr zufrieden, Freunde der Nacht. Tolle Sache. So, die zwei Minen kommen wieder da rein. Wir können noch mal eine bauen. Jetzt habt ihr das mit den Minen auch gesehen. Da haben sich jetzt natürlich die Hunde gefreut. Die sind ja voll reingerasselt. Aber hey, mein Gott. Tut uns nicht weh, ne? Uns kann das völlig egal sein. So, Holz kommt hier rein. Maple Seeds, ja. Müssen wir mal demnächst wieder ein bisschen Bäumchen pflanzen, ne? Tolle Sache. Gut gelaufen, ja. Doch, muss man so sagen. Alkohol. Können wir mal ein Stückchen nehmen, gell? Ne, machen wir nicht, Freunde. Machen wir natürlich nicht. Wir knallen uns hier jetzt nicht mit Alkohol zu. Aber Schmerzmittel könnte ich mal nehmen, ne? Ein bisschen was haben wir abgekriegt. Ja, wahrscheinlich bedingt durch den Absturz. Durch den Beinbruch, der mich fast hier zum Wahnsinn getrieben hat. Da haben wir echt gedacht, das darf jetzt nicht wahr sein. Jetzt habe ich mich so gut vorbereitet auf die blöde Horde. Und dann sterbe ich und gehe drauf, weil ich zu blöd bin zum geradeausschauen. Aber nee, haben wir Glück gehabt. Das passt. Also ich bin sehr zufrieden, dann würde ich sagen, zur Belohnung, lassen wir es uns mal richtig gut gehen jetzt. Lasst es euch schmecken, heißt so schön, jawohl, machen wir auch. Und Wellness 107. So, ja, da würde mich jetzt mal interessieren, was hättet ihr anders gemacht? Hättet ihr das genauso gemacht, hättet ihr das anders gemacht, hier die Verteidigung? Was habt ihr da für eine Strategie? Also ich denke, es war okay, also mein Erfolg hat uns recht gegeben, ist klar, ne? Wenn nichts passiert, dann ist leicht gesagt, jawohl, passt, haben wir toll gemacht. Aber nee, würde mich echt mal im Ernst interessieren, was hättet ihr anders gemacht? Oder hättet ihr überhaupt was anders gemacht? Ich für meinen Teil bin sehr zufrieden. Ja, und werde jetzt so mal schauen, ob wir noch irgendwo ein paar strukturelle Schäden haben und werde diese dann reparieren und beim nächsten Mal geht's dann weiter hier, ja, an Tag 15. Und vermutlich werden wir dann nochmal ein bisschen weiter die Karte erkunden. Also man könnte mal schauen, wo führt denn dieser Weg hin? In diese Richtung nach Nordwesten. Vielleicht werden wir uns da das eine oder andere Haus noch mitnehmen. Mal schauen. Also ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen hier. War, denke ich mal, ganz interessant, die nächste Feralhorde am Start am Tag Nummer 14. Ich freue mich auf ein Wiedersehen in der nächsten Folge, genauso wie über weitere Tipps und Tricks in den Kommentaren. Und sage bis zum Wiedersehen, eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.